Der Silberne auf dieser doppelten Strecke. Innen noch Portugal und die Tschechen. Auch die sollten nur zu den Außenseitern gehören. Neu zusammengestellte deutsche Staffel. Hoffentlich funktioniert das genauso gut wie gestern. Risiko ist das natürlich schon. Zwei Positionen unbesetzt. Julian Reuß. Dann auf der 2 Tobi Unger. Der formidable Kurvenläufer Alexandra Kosenko. Und Lukas Jakubczyk, der deutsche Meister, hinten drauf. Starter, der gut gewischt, der Julian Reuß, läuft da schon ran an die Briten. Glänzendes Rennen von Julian Reuß. Der Wechsel, sehr gut. Alles geklappt, alle Favoriten dabei. Lemaitre stürmt davon. Unger versucht zu folgen. Gelingt ihm ganz gut. Schneller Wechsel zu Kosenkov. Gut geklappt. Kosenkov, einer der besten Kurvenläufer. 35 Jahre alt und noch kein bisschen langsam. Der macht jetzt Boden gut. Außen die Niederländer, richtig gut. Und jetzt kommt Lukas Jakubczyk. Jakubczyk kommt. Das wird eine Medaille. Jakubczyk läuft, sprintet und holt Silber hinter den Niederlanden. Sensationell! Gold bei den Frauen und Silber bei den Männern. Das ist ein Hammer. Die Niederländer, außen, wir hatten sie avisiert. Und der sprintende Weitspringer, der Junge rennt ob vorne oder hinten. Das ist eine wahre Pracht. Die 100 Meter Staffel zu würdigen. Sie haben Risiko auf sich genommen und haben gewechselt. Reuß nach vorne, Jakubczyk nach hinten. Dazwischen die beiden Haudegen, Unger und Kosenkov, der hier angestürmt kommt mit einem grandiosen Kurvenlauf. Und Jakubczyk übernimmt den Stab und überläuft hier den Franzosen noch. Van Loik, den starken 200-Meter-Mann, den kann er nicht ganz erreichen. Aber sie bleiben nur 15 Hundertstel über dem deutschen Rekord und schaffen eine nachdrückliche Empfehlung für die Olympischen Spiele. Jetzt geht's rüber. Oh, wenn es so eng wird, dann will man natürlich auch alles geben und das Bestmögliche rausholen. Aber Silber, das hätte, glaube ich, keiner erwartet. Das hätte ich am wenigsten erwartet, der so schräg in diese Staffel reingerutscht ist. Und ja, wie gesagt, wir waren zu fünft im Vorlauf Martin super gelaufen und das ist einfach dann der Lohn für die ganze Arbeit. Absolut. Der Lohn heißt Silber, der kommt in den Koffer und dann geht's zurück nach Deutschland. Dankeschön, alles Gute. Ja.